So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure spirituelle Anarchistin. Und heutiges Thema sind die Essenz der Weisheiten von Jesus Christus in einem, ja, kann man sagen, Bergpredigt. Eigentlich kann man schon sagen, zusammengefasst. Ich werde es auch nochmal kommentieren. Und ja, wenn dich das interessiert, bitte schau dieses Video ganz zu Ende an. Okay, ja, wie ihr wisst, ich bin ja keine bibeltreue Christin jetzt in dem Sinn. Also, dieses alte Testament mit den Gewalt- und Tötungsbefehlen, sag ich, sind nämlich gültig. Ich sag, wenn man die Weisheit von Jesus in sich aufgenommen hat, ja, dann ist eigentlich das alte Testament aufgehoben. Ich sag auch, mit Jesus ist ein neuer Bund geschlossen worden zwischen den Menschen und Gott. Und somit ist eigentlich das Alte Testament so im Großen und Ganzen hinfällig. Ja, gab es so einen Film, der hieß König der Könige, ein Jesus-Film. Und da geht es um eine Bergpredigt, wo also wunderschön die ganzen Weisheiten von Jesus, die ganzen Lehren, seine ganzen Botschaften eigentlich zusammengefasst sind. Und ich denke jetzt mal, wir hören da mal rein und ich lasse es jetzt einfach mal laufen und werde es dann, je nachdem, wie lange das jetzt dann noch geht, ja, nee, mach wahrscheinlich dann einen zweiten Teil und werde es dann Schritt für Schritt kommentieren. Okay, ich lasse es jetzt mal laufen. Jetzt sind wir im Handy. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Jo, also. Also da auf dem Berg treffen sich die ganzen Jünger von Jesus, die ganzen Anhänger. Und Jesus spricht jetzt. Hört mal genau hin. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, da Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn das Himmelreich ist ihr. Gib uns ein Zeichen vom Himmel. Beweise uns, wer du bist. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Wann kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier oder da ist es, denn sehet. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Meister! Was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Wie steht im Gesetz geschrieben? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Tue das, so wirst du leben. Ich bin Kameltreiber. Wer ist denn mein Nächster? Der, dem du Mitleid und Barmherzigkeit zeigst. Ob du ihn kennst oder nicht. Bist du der Messias? Ich bin der gute Hirte.
Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Sprichst du gegen die Gesetze der Propheten? Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Denn so ihr nur liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Wenn du wirklich ein heiliger Mann bist, warum isst du und trinkst du mit den Sündern und mit Zöllnern? Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zu Buße und nicht die Gerechten. Herr, ich bin ein Zöllner. Ich bete jeden Tag im Tempel und dennoch hasst und verachtet man mich. Was kann ich tun? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Und sie haben auch keinen Keller noch Scheune. Und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Darum sorget nicht für den anderen Morgen. Denn seid getrost, der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Meister, mein Weib und ich glauben an dich, aber wir sind arm, wir haben nichts. Wir haben nichts, was wir geben können. Wie können wir dir unseren Glauben beweisen? Du hast ihn bewiesen durch deine Rede. Kommet her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Rabbi, ich glaube, dass du der Messias bist. Wie kann ich dir dienen? Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. So jemand unter euch will gewaltig sein, der sei euer Diener. Und wer da will, der Vornehmste sein, der sei also euer Knecht. Zu uns hat schon oft die Stimme eines falschen Messias gesprochen. Woher sollen wir wissen, dass du uns nicht vom Satan geschickt worden bist? Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüst. Und ein Haus hält über das andere. So denn ein Satan den anderen austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie mag denn sein Reich bestehen? Wie sollte Satan Satan austreiben? Ich sehe vor mir Fleisch und Blut. Ist es nicht Gotteslästerung, wenn du ein Mensch bist und machst dich selbst zum Gott? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht, tue ich sie aber. So glaube doch meinen Werken, auf dass ihr erkennt, dass der Vater in mir ist. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn du Wunder vollbringst, rufe Gott, dass er Scharen schickt, um die Römer zu vernichten und unser Volk aus der Knechtschaft zu befreien. Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Die Römer sind die Sieger. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Rabbi, was ist Glaube? So ihr Glauben habt, nicht größer als dieses Senfkorn hier. So möge dir sagen, zu diesem Berge, hebe dich von hinnen, dorthin. So wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Wie urteilst du über einen Missetäter? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, ei stille Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem eigenen Auge, du Heuchler, ziehe zuvor den Balken aus deinem Auge und dann besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben. Und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, auf dass sie dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerreißen.
bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird es euch werden. Denn welcher ist unter euch Menschen, so wie sein Sohn bittet ums Brot, der ihm einen Stein bietet, oder ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange bietet? So denn ihr, die ihr doch hart seid, könnt dennoch gute Gaben geben euren Kindern. Denket, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, all denen, die ihn darum bitten. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tuet ihnen auch. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Lehre uns das Beten. Also wunderschön, ich glaube, das war es soweit. Gefällt mir, gedrückt natürlich. Ja, also, ihr habt ja jetzt diese wunderschönen Worte gehört. Das war also, den Film habe ich angeschaut und ich war dann hin und weg, also von Jesus, muss ich echt sagen. Und seitdem hat auch Jesus immer einen Platz in meinem Herzen und ja. Auf jeden Fall, ich möchte nochmal einen zweiten Teil machen, wo ich auch das Video nochmal immer wieder spausiere und dann jede Weisheit, jede Aussage von Jesus nochmal umschreibe, kommentiere, ja. Aber ich habe gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal so durchlaufen. Das war jetzt ein Videoausschnitt aus dem Film König der Könige. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, nächstes Video, dann kommt es nochmal ausführlicher, wo ich nochmal ausführlich auf die Lehren, auf die Weisheiten und die Botschaften von Jesus eingehe. Okay, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Sonntag und macht es bald und ja, man sieht sich.